Ein Flug in die ferne Vergangenheit. Und zu einer Lebensform, die unsere Erde 150 Millionen Jahre lang beherrschte, bis sie verschwand. Ein Flug zu den Sauriern. Wie keine andere Tierart dieses Planeten haben sie die menschliche Fantasie, die Mythen und Märchen von jeher beschäftigt. Warum mussten die Saurier untergehen? Die kanadische Provinz Alberta am Fuße der Rocky Mountains. Badlands nennt man die einsame Karstlandschaft. Heftige Sommerregen haben im Laufe langer Zeiten scharfkantige Täler und Berge aus dem weichen Sandstein geformt und dabei auch manche Fossilien zutage treten lassen. Selten treffen Forscher auf solche Friedhöfe uralter Knochenreste. Seit 1910 gräbt man hier mit System. Heute ist der Nationalpark ein berühmtes Denkmal für die Spuren der Evolution. Forscher sortierten die Knochen und fanden 30 verschiedene Arten der Fabelwesen, die hier verendet waren. Als sie noch lebten, in der sogenannten Kreidezeit, waren die heute trockenen Badlands noch feuchte Sümpfe entlang der Wasserstraße, die der nordamerikanische Kontinent durchquerte. Eine freundliche Umwelt soll es gewesen sein, mit einer reichen Vegetation inmitten der Seen und Flüsse. Ideal also für alle Arten von Pflanzenfressern. Und deshalb auch für fleischfressende Räuber. Das frühe Ökosystem der Kreidezeit konnte eine Vielfalt von Arten und Individuen ernähren. Im Alberta Nationalpark versuchen Wissenschaftler, das System zu rekonstruieren. Hier die Überreste des Raubtieres, dem sie Namen des Parks verliehen haben. Albertosaurus, der tonnenschwere 8 Meter Koloss, jagte mit Vorliebe den pflanzenfressenden Styracosaurus. Schnitzeln die Fachleute mürbe Knochenstücke aus dem Boden und für die Fragmente sorgsamen, lasst das tiefer stehen. Gespenstische Ungeheuer stehen sie dann in den Museen, die Zeugen einer unbegreifbar fernen Vergangenheit. Überbleibsel der unzähligen Experimente, mit denen die Evolution immer neue Lebensformen ausprobiert und wieder verworfen hat. Tyrannosaurus Rex, dieser Gigant mit dem grausigen Gebiss, warum war der Beutejäger zum Scheitern verurteilt? Gingen die Saurier an ihrer schieren Größe zugrunde? Ihre Epoche brachte die größten, die schwersten Tiere hervor, die jemals das Festland bevölkerten. Die mächtigsten Vegetarier, die wuchtigsten Fleischjäger. 150 Millionen Jahre lang, eine Spanne, die sich niemand vorstellen kann, besetzten die anpassungsfähigen Saurier erfolgreich jede erreichbare ökologische Nische. Die Luft hatten die schwerfälligen, warmblütigen Flugsaurier erobert. In den Meeren jagten Ichthyosaurier nach Beute, wie heute die Delfine. Die Welt der Dinosaurier war so reich an großen und kleinen Arten, an Spezialisten für jede bewohnbare Umwelt, dass für Nichtsaurier kaum Platz blieb. Vielleicht haben deshalb die ganz anders konstruierten Säugetiere, zu denen ja auch der Mensch gehört, die Herrschaft erst angetreten, nachdem die Saurier von der Bühne abgegangen waren, auf der sie so lange erfolgreich agiert hatten. Unsere Erde, wie sie vor 65 Millionen Jahren etwa aussah. Weil ihre Kruste beweglich ist, liegen die Kontinente noch nicht da, wo man sie heute kennt. Die Erde also zu dem Zeitpunkt, da die Herrschaft der Dinosaurier sich ihrem Ende zuneigt.
Mit ihnen gingen auch diese drei. Brontosaurus, der Riese mit Schlangenhals und Säulenbeinen, 20 Meter lang, ein wehrloser Vegetarier. Und Triceratops, 100 Millionen Jahre jünger als Brontosaurus, trägt drei Hörner auf dem Schädel. Auf der Suche nach Blättern und Ästen durchstreifen seine Herden den Kontinent. Noch einmal Tyrannosaurus, der 8 Tonnen schwere Jäger aus der letzten Phase der großen Echsen. Er lebte in Nordamerika, Afrika und Australien. Wer oder was hat die Saurier zum Scheitern verurteilt? Ein Komet, der die Erde in Brand setzte? Ein scharfer Klimawechsel? Vulkanausbrüche? Ganz genau weiß man noch immer nicht, warum die Großen ausstarben. Ihre kleinen Verwandten jedoch nicht. Die Eidechsen, die Krokodile und Vögel. Schauplatz Pazifik, 1000 Kilometer östlich von Südamerika am Äquator. Die Galapagos-Inseln. Diesen Kurs steuerte vor 150 Jahren auch der englische Evolutionsforscher Charles Darwin. Auch sein Ziel hieß Galapagos. Denn diese entlegene, isolierte Inselgruppe konnte eine urtümliche und einmalige Tierwelt bewahren, an der Darwin das Wirken der Evolution bei der Entstehung neuer Arten studierte. Heute stehen die Inseln unter strengem Schutz. Trotzdem ist ihr Tierbestand ernsthaft gefährdet. Die Inselgruppe der Galapagos verdankt ihre Entstehung vulkanischen Eruptionen. Manche Vulkane sind noch immer tätig. Der Boden besteht aus harter Lava. Es regnet sehr selten. Dieser trockenen, äußerst kargen Umwelt hat eine bizarre Kreatur sich meisterlich angepasst. Der Landliguan, auch Drusenkopf genannt. Man zählt ihn zu den Reptilien. Somit ist er ein entfernter Verwandter der Dinosaurier. Es gibt da gewisse Ähnlichkeiten. Reptilien tragen, anders als Amphibien, eine trockene, feste Haut. Ihre Außenhaut ist stark verhornt. Das begünstigt die Ausbildung horniger Schuppen. Die scharfen Krallen sind örtliche Verstärkungen des Horns. Der Rückenkamm mit den kleinen Zacken gibt dem Drusenkopf das Aussehen eines Drachen. Flink und kampfesmutig ist er nicht. Auf Galapagos konnte seine Art nur überleben, weil es hier keine Raubtiere gab, die ihn gejagt hätten. Erwachsene Drusenköpfe werden 1,20 Meter lang. Die gelblich-grüne Körperfarbe passt sich der Wüste an. Sie sind Vegetarier und fressen mit Vorliebe die fleischigen Blätter der Opuntien. Diese Kakteenart wird bis zu 9 Meter hoch. Weil ihre Blätter das Wasser speichern, befriedigen sie auch den geringen Flüssigkeitsbedarf der Tiere. Landliguane und ihre Unterarten sind Einzelgänger und meiden außerhalb der Brunstzeit ihresgleichen. Während die Drusenköpfe sich also auf Wüsten und Kakteen spezialisierten, wählten ihre engsten Verwandten, die Meerechsen, als Lebensraum die Brandung, den schmalen Gürtel der Gezeitenzone. Sie nahmen die dunkle Färbung des vulkanischen Gesteins an. Sie entwickelten den abgeplatteten Ruderschwanz und sie wurden zu Behenden, Schwimmern und Tauchern. Anders als die Drusenköpfe sind Meerechsen überaus gesellig. In Scharen ruhen sie bewegungslos an der sonnenbeschienenen Seite der Felsen und lassen ihre Körpertemperatur aufheizen. Dem Tier ist warm geworden. Es braucht mehr Sauerstoff, also muss es schneller atmen. Musik.
aufgeheizt von der Sonne, begibt die Echse sich ohne Hast ins kalte Wasser. Im hellen, durchsichtigen Flachwasser liegen ihre Weidegründe mit den verschiedenen Arten pflanzlicher Algen. Dicht am Äquator und doch keine tropischen Wassertemperaturen. Der Humboldt-Strom führt kalte Wassermassen aus der Region des Südpols hierher. Wasser leitet Wärme besser als Luft. Deshalb kühlt die Echse rasch aus. Ihre Stoffwechselaktivität sinkt, sie wird langsamer. Unterhalb einer bestimmten Temperatur kann sich das Tier nicht mehr bewegen, könnte nicht mehr an Land klettern. Säugetiere und Vögel haben einen höheren Stoffwechsel. So können sie ihre Temperatur aufrechterhalten, auch wenn die Umgebung stark abkühlt. Den Reptilien fehlen aber die physiologischen Anpassungen dazu. Ihre Körpertemperatur ist von der Außentemperatur abhängig. Sie sind wechselwarm, können nur über kurze Zeit wirklich rege sein und müssen nach jedem Ausflug ins kalte Meer ein Sonnenbad nehmen. Führen uns hier die Meeresechsen lebendig vor, woran die Saurier zugrunde gehen mussten? An ihrer Unfähigkeit, große Temperaturschwankungen zu ertragen? Als Wechselblüter seien sie in der Kälte einfach zur Bewegungslosigkeit erstarrt, hat man lange vermutet. Diese Meinung wurde inzwischen verworfen, denn die großen Saurier waren vermutlich Warmblüter, wie Vögel und Säugetiere. Das wahre Bild der Dinosaurier tritt ganz allmählich hervor. Forscher haben inzwischen gelernt, nicht nur die Riesenknochen auf den Saurierfriedhöfen zu bergen und die Skelette zu rekonstruieren. Sie fanden auch die Fährten dieser Tiere und die Eier in ihren Nestern. Und sie ziehen daraus überraschende Schlüsse auf das Sozialverhalten und die Brutfürsorge der Großechsen. Vor allem wollen sie mehr erfahren über die Umwelt, in der die großen Saurier lebten. Diese Umwelt hinterließ ihre Spuren in den Sedimentgesteinen der Badlands von Kanada. Fachmann für die Pflanzen- und Tierwelt des Saurierzeitalters ist Professor Philip Curry vom Terrell Museum. Wir wissen, dass die Dinosaurier das Gebiet hier bevorzugten, weil es sehr warm war mit einer üppigen Vegetation, die es heute natürlich nicht mehr gibt. So ein Holz finden wir heute hauptsächlich in Parkanlagen. Mit Dünnschnitten unter dem Mikroskop können wir die Art des Holzes bestimmen. Wir wissen zum Beispiel, dass hier Metasequoia und Mammutbäume weit verbreitet gewesen sind. Ein Hinweis dafür, dass es damals hier wärmer war als heute. Die Pflanzenwelt wurde also dominiert von dem Urwelt-Mammutbaum Metasequoia und dem Zypressengewächs Cryptomeria. Beide lieben die Wärme. Das Klima in dieser Gegend muss demnach subtropischen Charakter gehabt haben. Es bildete keine Ausnahme. Das Klima während der Kreidezeit war global deutlich wärmer als heute. Der Trick dreht die Zeit um 80 Millionen Jahre zurück. Farne und Zypressen beherrschen die Landschaft.
Hohe Luftfeuchtigkeit, Wärme und reiche Vegetation boten den Dinosauriern günstige Lebensbedingungen. Sie gelten ja als Bewohner der Tropen und Subtropen. Mit dem Ende der Kreidezeit starben ungezählte Tierarten an Land und in den Meeren. Vor allem jene, die abhängig waren von hoher Temperatur. Die Verluste in den damaligen Tropen erfassten auch die Saurier und waren enorm. Tiere und Pflanzen aber, die sich der Kälte anpassen konnten, überstanden das große Sterben. So wanderte noch vor dem Ende der Kreidezeit Kälte angepasstes Plankton von den Polen zum Äquator, während die tropischen Arten ausstarben. Ähnlicher ging es den Lebensgemeinschaften auf dem Festland. Der Anteil der Bäume, die im Winter ihr Laub abwerfen, wurde größer. Das war die Folge eines Temperatursturzes von plus 20 auf etwas über 10 Grad im Jahresmittel, den man für die Gegend von Wyoming berechnet hat. Man musste sich also fragen, ob die Dinosaurier einer globalen Abkühlung des Klimas zum Opfer gefallen sind. Aber diese Theorie befriedigte nicht und wurde durch andere, neue ersetzt. Keine Klimakatastrophe sei schuld gewesen, sondern die Katastrophe aus dem All. Noch heute wird ja die Erde ständig bombardiert, doch die meisten Körper sind klein und verglühen in der Atmosphäre. Schlägt wirklich mal ein großer Brocken ein, bringt er für seine Umgebung ein Inferno. Vor 65 Millionen Jahren, zum Ende der Saurierzeit, hat nach einer neuen Theorie ein Asteroid die Erde getroffen und eine Welle des Aussterbens in Bewegung gesetzt. Seinen Riesenkrater hat man bisher nicht gefunden und sucht nach den Ablagerungen von Staub und Schutt, die der Einschlag emporgeschleudert haben muss. Wenn es einen Zusammenhang zwischen Aussterben und Einschlag gibt, müsste man eine Spur davon zwischen den kreidezeitlichen Gesteinsurkunden und denen der nachfolgenden Tertiärzeit vorfinden. In Dänemark glaubte man schon früh an die Möglichkeit eines plötzlichen Aussterbens. Gründe für diese Ansicht kann man dort in alten Sedimenten finden. Das ist Stevens Klint, ein Küstenkliff auf der Ostseeinsel Mön, etwa 40 Kilometer südlich von Kopenhagen. Hier ein deutlicher Hinweis. Auf halber Höhe eine dunkle Schicht zwischen einer weißen Schichtserie und dem darüberliegenden grauen Gestein. Wie die dunkle Schicht entstand, erklärt der dänische Geologe Professor Sørlie. In Geologenkreisen ist dies ein weltberühmter Ort, denn es handelt sich um eine Typlokalität der Kreide-Tertiärgrenze. Im oberen Teil des Kliffs, von hier aus aufwärts, haben wir den untersten Teil des Tertiärs vorliegen. Wir nennen diese Stufe das Dan. Sie ist nach Dänemark benannt. Beachten Sie den dramatischen Wechsel zu einer anderen Farbe und einem völlig verschiedenen Sediment. Dies ist der sogenannte Fischton. Er markiert die Grenze zwischen dem Kreide- und dem Tertiärsystem. Der Fischton setzt ein mit dieser sehr dunklen braunen oder schwarzen Schicht. Wir hatten einen durchgreifenden Wechsel in den Bedingungen im Meer und auf dem Land. Etwas sehr Plötzliches ist geschehen. Diese unscheinbare dunkle Schicht, kann sie Zeugnis ablegen vom großen Einschlag, vom Untergang der Dinosaurier? Ein weltweites Ereignis von solcher Wucht müsste dann überall ähnliche Schichten hinterlassen haben. Seit 1980 sucht man auf der ganzen Welt nach Grenzschichten wie dem Fischton auf Mön. Wir besuchen das Forschungsteam der Yamagata-Universität. Sein Arbeitsgebiet ist das hügelige Gelände der Tokachi Plains im Osten der japanischen Insel Hokkaido.
Das Forschungsteam setzt sich zusammen aus Geologen, die das Alter der Schichten bestimmen, aus Paläontologen, die die Fossilien klassifizieren, und Botaniker untersuchen das Gestein nach Pollen. Da ist es, sagt der Fachmann. Eine 10 cm dicke Schicht, ähnlich dem Fischton von Dänemark. Aber auf der anderen Seite des Erdballs, in Japan. Man untersucht sofort eine Probe aus der dunklen Schicht. Das Ergebnis ist eine Sensation. Die Sedimente über und unter der Probe sind reich an Skeletten von Planktonorganismen. Die dunkle Schicht ist frei von ihnen. Tot. Wurden die Skelette nach der Ablagerung des Sediments herausgelöst? Oder war zu jener Zeit überhaupt kein Plankton im Meer vorhanden? Diese Frage zu beantworten ist wichtig, denn dunkle, tonige Grenzschichten wurden inzwischen nicht nur auf Hokkaido und Möhnen, sondern auch in Spanien, Texas und Neuseeland gefunden. Die aufwendige Analyse von Proben aus der dunklen Grenzschicht wird an der Berkeley School der Universität von Kalifornien durchgeführt. Wenn eine Kollision zwischen einem Himmelskörper und der Erde zeitgleich mit den dunklen Schichten geschah, dann müssten sich in der Grenzschicht auch Überreste dieses Meteoriten finden lassen. Denn der Einschlag müsste Trümmer und verdampfte Feststoffe in die Atmosphäre geblasen haben. Dies Material wäre mit der Zeit herabgesunken und hätte sich im Sediment angesammelt. In diesem Forschungslabor wurde 1980 die Grenzschicht geochemisch untersucht. Von 4 Wissenschaftlern, darunter einem Nobelpreisträger, Experte in Geologie und Kernphysik. Die Wissenschaftler fanden, was sie nie vermutet hätten, eine Anreicherung von Iridium. In Steinmeteoriten ist das Element ziemlich häufig vertreten. Was hält Professor Asaro davon? Er machte die Feinanalyse am Lawrence-Laboratorium. Als wir erstmalig das Iridium entdeckten, war das einem neu entwickelten Detektor zu verdanken. Mit den alten wären wir nicht darauf gestoßen. Wir waren sehr überrascht, damit hätten wir kaum gerechnet. Ich hätte das Ergebnis nie erwartet. Und es lag in außergewöhnlich hoher Konzentration vor. Nach unserer bisherigen Kenntnis können wir uns die Herkunft des Iridiums aus der Erdkruste nicht erklären. Also mussten wir annehmen, dass es aus dem Weltraum stammt. Warum nicht von der Erde? Was doch nahe läge. Nun, Iridium ist ein seltenes, sehr schweres Metall. Als die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren unablässig von Meteoriten bombardiert wurde und deshalb lange Zeit keine feste Kruste bilden konnte, sanken die schweren Elemente wie Iridium aus der glutflüssigen Erdoberfläche hinab und sammelten sich der Schwerkraft folgend im Erdkern. In der sich verfestigenden Kruste blieb kaum etwas zurück. Deshalb erscheint die Annahme plausibel, dass Iridium stamme nicht von der Erde, sondern von einem Körper aus dem All. Funde bestätigen das. Erhöhter Iridiumgehalt in der Grenzschicht Kreide-Tertiär, zum Beispiel bei Gubbio in Italien. Dann die aufregende Entdeckung in der Fischtonschicht auf der Insel Möhn. An verschiedenen Orten Europas dasselbe Bild, zum Beispiel in Spanien. Ebenso in Nordafrika. Sehr wichtig aber, das Phänomen zeigte sich nicht nur in den Gesteinsschichten der Kontinente.
Ein Blick auf die Markierungen zeigt, selbst in der Tiefe der Ozeane wurde an manchen Stellen hoch angereichertes Iridium in der Kruste gefunden. Die Datierung ergab auch dort jeweils das für uns entscheidende Alter, 65 Millionen Jahre. Die Grenze Kreide-Tertiär, die Zeit also für den Untergang der Dinosaurier. Eine solche Masse des seltenen Metalls, so hatten Berkeleys Forscher errechnet, konnte nur ein Himmelskörper heranschaffen mit einem Durchmesser von 10 Kilometern, der einen 200 Kilometer großen Krater schlug, so groß wie die Entfernung von Mainz nach Düsseldorf. Das könnte sich vielleicht so abgespielt haben. 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Die Gravitation unserer Erde lenkt einen Asteroiden von seiner Bahn ab. Er rast immer schneller auf unseren Globus zu, tritt in die Atmosphäre ein und erreicht hier die hundertfache Schallgeschwindigkeit. Berechnung eines möglichen Ablaufs nach folgenden Daten. Material, hohe Konzentration an Iridium. Durchmesser 10 Kilometer. Gewicht 1 Billion Tonnen. Einschlag im Meer, dort wo es die Durchschnittstiefe der Ozeane hat, 5000 Meter. Eine knappe halbe Sekunde nach dem Aufschlag erreicht der Meteorit den Grund des Ozeans und hat dabei sehr viel Wasser verdrängt. Dank der enormen Geschwindigkeit und der Trägheit des Wassers wird der Körper stark verformt. 1/3 Sekunde später, der Himmelskörper durchschlägt die obere ozeanische Kruste, wird abgestoppt. 5 Sekunden weiter, Explosion. Die außerirdische Materie verdampft schlagartig. Die Sprengkraft entspricht 100 Millionen Megatonnen TNT. Das sind sämtliche Kernwaffen der beiden Supermächte synchron gezündet. Niemand vermag sich dieses Ereignis auszumalen. Wir müssen hinnehmen, was die Physiker berechnen. Bei der Kollision stieg die Hitze im Zentrum auf etwa 18.000 Grad Celsius. Es wurde dreimal so heiß wie auf der Oberfläche der Sonne. Und die Welle des Drucks rasten über die Meere und brannten die Kontinente zu Asche. Der gesamte wunderbare Planet stand in Flammen. Wohlgemerkt, das ist eine Möglichkeit unter mehreren. Nach ihren Fossilien zu urteilen, sind viele Tier- und Pflanzenarten nicht zur gleichen Zeit, sondern ganz allmählich am Ende der Kreidezeit ausgestorben, weil eine Kaltzeit hereinbrach. Wenn aber doch der große Brand die Erde heimgesucht hat, dann muss die Atmosphäre viel Sauerstoff verloren haben. Hitze und giftiges Kohlenmonoxid hätten die Großsaurier erstickt. Bis tief in den Boden hinein müssen die rasenden Flammen alles Leben für lange Zeit ausgelöscht haben. Die Explosion des Einschlags hätte den blauen Planeten verschwinden lassen unter einer dichten Wolke aus Staub und atomisierten Bestandteilen der Erdkruste und des Meteoriten. Wäre er im Ozean eingeschlagen, hätte die Wolke sich durchmischt mit Wasserdampf. Als die Flammen erloschen, wurde es dunkel auf der Erde für lange Zeit. Nach den Vermutungen der Physiker hat der Staubmantel die Sonne verhüllt. Es wurde kalt, bei einem Einschlag auf dem Land noch kälter als bei einem Einschlag im Wasser. Es wäre eine Szenerie entstanden, die dem nuklearen Winter nach einem Atomkrieg gleicht.
Im Szenario des Meteoriteneinschlags ging es vor allem auch um die Vegetation. Tropische Pflanzen ertrugen die Kälte nicht und ohne Sonnenlicht gab es keine Photosynthese. Was die Flammen überlebte, starb im Dunkeln. Die allgemeine Dunkelheit wirkte sich auf alle Glieder der Nahrungskette als Katastrophe aus. Pflanzenfresser fanden keine Vegetation und verschwanden. Fleischfresser, wie die räuberischen Dinosaurier, suchten vergeblich nach Beute und waren ebenfalls zum Aussterben verurteilt. Wenn wir bei dieser Katastrophentheorie bleiben, dann versanken große Teile der Erde für lange Zeit unter einem Leichentuch aus Schnee. Irgendwann senkte sich der Staub und ließ wieder mehr Licht auf die Erde fallen. Es wurde wärmer, aus dem Schnee wurde Regen. Er wusch den letzten Staub aus der Atmosphäre und lagerte ihn ab. Der Wärmehaushalt der Erde hatte den Stand vor der Katastrophe wieder erreicht. Oder gar übertroffen? Wenn der Meteorit im Ozean einschlug, dann wäre der dabei entstandene Wasserdampf in der Atmosphäre geblieben, auch nachdem der Staub sich gesetzt hätte. Für das Leben hätte das fatale Folgen gehabt. Die Feuchtigkeit in der Atmosphäre hätte die Erde aufheizen müssen. Heute nennen wir den Vorgang Treibhauseffekt. Die Gase in der oberen Atmosphäre wirken wie die Gläser des Gewächshauses. Das Sonnenlicht lassen sie bis zur Erde durchdringen. Sobald sich aber die Strahlung in Wärme umgewandelt hat, halten sie diese fest. Dieser Vorgang kann bewirkt haben, dass es nach der Katastrophe global 10 Grad wärmer war als vorher. Nun reagiert aber das Plankton der Meere überaus empfindlich auf schwankende Wassertemperaturen. Viele dieser Organismen hatten die zu Ende gehende Kälteperiode überstanden. Nun wäre es zu warm für sie. Das Plankton wäre in Massen gestorben. Sein Verschwinden setzte nach dieser Theorie eine verheerende Kettenreaktion in Gang. Erstens erzeugen Grünalgen den lebensnotwendigen Sauerstoff. Zweitens bilden die Kleinstlebewesen die Basis der Nahrungspyramide. Ohne sie bricht alles zusammen. Es starben Fischarten, die vom Plankton leben. Dann größere, die auf Kleinfische spezialisiert sind. Schließlich die großen Räuber. Zu ihnen gehörten auch die meerbewohnenden Echsen. Der Treibhauseffekt, ein Phänomen, das der Menschheit heute Angst macht und sie um ihren Fortbestand fürchten lässt, sollte dasselbe Phänomen damals den Sauriern zum Verhängnis geworden sein? Doch das ist nur einer von mehreren plausiblen Deutungsversuchen für die große Wende im Verlauf der Evolution, welche die ausgehende Kreidezeit markiert. Dass Menschen immer wieder bereit sind, die Kräfte des Kosmos für das Leben auf Erden mitverantwortlich zu machen, hängt mit der Geschichte unseres Planeten zusammen. Er entstand ja aus der Zusammenballung vieler Planetoide. Und vereinzelt schlagen noch heute Meteorite auf ihm ein. Mangels besserer Deutungen versuchen viele Menschen also ein historisches Massensterben mit dem Einschlag eines Fremdkörpers zu erklären. Und es gab im Erdaltertum eine Reihe großer Aussterbewellen. Ihre schwerste Krise erlitten die Weltmeere gegen Ende des geologischen Zeitalters mit Namen Perm. Bis zu 90% der fossil bekannten Arten starben aus, aber nicht gleichzeitig. Die Ursache könnte eine langfristige Abkühlungsperiode gewesen sein oder eine Veränderung der Zusammensetzung des Meerwassers. So konnte sich die Meteoritentheorie bisher nicht allgemein durchsetzen. Mancher fragt aber,
könnte denn heute ein Himmelskörper bei uns einschlagen? Das Observatorium auf dem Mount Palomar. Hier sucht man das Planetensystem nach Asteroiden ab, die sich auf Kollisionskurs mit der Erde befinden könnten. Solche Asteroiden haben Dr. Shoemaker und seine Frau vom amerikanischen Geologischen Forschungsinstitut seit Jahren beobachtet. Mit seiner sogenannten Schmidt-Kamera haben sie schon 25 Asteroide entdeckt. Sie setzen die Kamera zusammen mit einem Spezialteleskop ein, das ein breites Gesichtsfeld erlaubt. Jeder dieser Asteroide läuft auf einer Umlaufbahn, die sich mit der Bahn der Erde überschneiden kann. Falls das je geschieht, prallt er als Meteorit auf die Erde mit katastrophalen Folgen. Das Aufspüren der winzigen, normalerweise unsichtbaren Objekte am Himmel gelingt nur, wenn die Filmplatte mehrere Stunden lang belichtet wird. Die meisten Himmelskörper erscheinen als helle Punkte auf dem Schirm. Einige aber, die mit außergewöhnlichen Bahnen, erscheinen als Linie. Im März 1986 entdeckten die Shoemakers diesen Asteroiden und nannten ihn 1986 EB. Der 2 Kilometer dicke Brocken besteht fast ganz aus Eisen. Sollte er einmal mit der Erde kollidieren, so würde er eine beträchtliche Explosion auslösen und einen Krater schlagen, der 40 Kilometer Durchmesser haben könnte. Sieht Dr. Shoemaker eine Wahrscheinlichkeit, dass ein noch größerer Asteroid hier einschlägt? Ja, es besteht definitiv die Möglichkeit, dass in der Zukunft ein 10 Kilometer großer Asteroid mit der Erde kollidiert. So etwas hat es ja schon gegeben. Im Durchschnitt passiert es etwa alle 50 Millionen Jahre. Also besteht eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der nächsten 50 Millionen Jahre eine solche Kollision eintritt. Wir haben nicht alle Asteroiden entdeckt, die die Erdbahn kreuzen, aber von zweien wissen wir, dass sie die entsprechende Größe haben und beide könnten die Erde treffen. Und es gibt sogar noch größere Asteroiden. Da ist zum Beispiel Eros, der eine vielleicht 20-prozentige Chance hat, die Erde in den nächsten Hunderten von Millionen Jahren zu treffen. Er hat einen Durchmesser von durchschnittlich 20 Kilometern. Die Folgen einer Kollision wären dementsprechend gewaltig. Im August 1982 konnte ein amerikanischer Amateur im Bundesstaat Wyoming diesen Film drehen. Während der Meteorit mit hoher Geschwindigkeit die Erdatmosphäre durchstößt, zeichnet er eine weiße Spur. Sein Gewicht wurde auf 1000 Tonnen geschätzt. Gott sei Dank hat er die Atmosphäre nur gestreift. Dann verschwand er im Weltraum. Ein 1000-Tonnen-Steinmeteorit ist kaum 10 Meter dick. Doch beim Aufprall würde seine freigesetzte Energie wirken wie eine atomare Explosion. Zusammenstöße herumirrender Materiebrocken sind in unserem Sonnensystem sozusagen an der Tagesordnung. Betrachten wir nur unseren Trabanten. Die Oberfläche des Mondes ist zernarbt von unzähligen Kratern. Jeder ist das Ergebnis einer Kollision mit einem Meteoriten. Hier im luftleeren Raum sind Spuren noch gut zu sehen. Die Oberfläche der Erde aber wandelt sich durch Verwitterung, Erosion und das Driften der Kontinente. Deshalb sind auf ihr die meisten Krater verschwunden. Millimetergroße Meteoriten verglühen schon als Sternschnuppen in der oberen Atmosphäre. Noch kleinere Staubkörner glühen nicht, sie rieseln auf die Erde herab, 100 Tonnen jeden Tag. Wenn dieser kosmische Staub
immer gefallen ist, dann hätte er in den 4,5 Milliarden Jahren seit der Geburt des Planeten allenfalls eine 1 bis 2 Meter dicke Schicht gebildet. Noch einmal zurück zu den Galapagos-Inseln und ihren Leguanen, die ein wenig an Dinosaurier erinnern. Bevor diese verschwanden, vor 65 Millionen Jahren, erlebten sie noch die Entfaltung der Säugetiere, die nach ihnen die Herrschaft über die Erde antreten konnten, weil die großen Echsen den Platz geräumt hatten. Weshalb? Was hat diese alte und so lange Zeit erfolgreiche Lebensform vernichtet? Wandlungen des Klimas? Die Katastrophe aus dem All? Wir wissen es nicht, aber wir werden nicht nachlassen, danach zu fragen. Eines Tages werden die Menschen vielleicht aussterben. Die Evolution des Lebens wird damit wahrscheinlich nicht zu Ende sein. Wenn der Mensch diesen Planeten nicht vorher zerstört, wird das Leben weitergehen.